Ja, hallo, ich bin der Stefan von Wärmebild 24. Und ich bin der Marco von Wärmebild 24. Und was haben wir hier? Keine Taschenlampe, sondern ein Wärmebildgerät. Eigentlich wollten wir das draußen filmen, im Regen an unserem Pickup, aber wir haben leider schönes Wetter in der Lutherstadt Wittenberg. Deswegen machen wir das hier zusammen am Tisch und erzählen euch kurz was über das Gerät. Ja, was haben wir dabei? Die Kabine 19 oder CBL 19, CAB 19, je nachdem. Ja, gut verpackt im Täschchen, somit auch transportsicher. Ja, eine Anleitung. Hier hake ich gleich mal ein. Ist wieder so ein Quick Start dabei. Wir haben natürlich wieder eine Anleitung hinterlegt bei uns auf unserem Kundenkonto im Full Service Pack. Ja, dort einfach euer Kundenkonto aktivieren beim Kauf und schon sind alle Anleitungen und sonstige Serviceleistungen hinterlegt. Ja, hier ist das gute Gerät. Faust groß. Passt gut rein. Tasten sind alle dadurch gut erreichbar. Hinten eine schöne Augenmuschel. Vorne die besagte Lampe, Taschenlampe. Ich finde es nicht schlecht. Man kann halt, wenn man auf dem Rückweg ist oder auf dem Hinweg, hat man halt immer eine Lampe dabei. So ist das mit der Lampe. Ich brauche keine. Stefan findet die gut. Gerne könnt ihr in den Kommentaren mal eure Meinung schreiben. Braucht ihr eine Taschenlampe? Braucht ihr keine? Würde uns mal interessieren, wie ihr das seht und wie ihr das Gerät findet, dass da eine Lampe integriert ist. Ja, was noch neu ist, das erste Gerät mit einem austauschbaren Akku. Ja, rund. Lässt sich super gut einführen. Man hat eine rote Markierung dran am Gerät und am Akku. Somit weiß man immer, in welche Richtung eingeführt werden muss. Und durch eine Drehbewegung ist er natürlich auch schnell verriegelt. Ja, von den technischen Daten her, ja, es sind 384 x 288 Sensor. Wir haben wieder einen 12er Pitch. Von der Auflösung her wieder 1280 x 720 vom Display her. Also, ja, da hat man schon eine ganze Menge, was Abbildungsleistung angeht. Und man hat ein 24 Meter breites Sichtfeld auf 100 Meter. Also Wald- und Feldjäger, einwandfreie Mischung. Also man kann damit wunderbar, sag ich mal, jagen gehen. Ja, 7,5 Stunden Akkulaufzeit, sagt der Hersteller. Ja, ich würde immer sagen so 6 bis 5, je nach Witterung. Weil wenn es draußen kalt ist, lassen auch die Akkus nach. Von dem praktischen Gebrauch her, ja, also die 19er Linse ist halt ziemlich tief im Gerät drin. Dadurch habe ich, was draußen das Bild angeht, ist es ein bisschen rauschiger. Aber von der Entdeckungsreichweite und Entdeckungsdistanz sind wir ja schon weit über einen Kilometer. Also das macht das Gerät schon. Vom Ansprechen her 150-200 Meter. Was kann man noch sagen? Von der Grundvergrößerung eine 2,0. Also dementsprechend ist auch das breite Sichtfeld da. Ja, wir könnten es jetzt nochmal wiegen. Wir wiegen die Geräte gleich. Ganz kurz noch, wir haben hier auch wieder einen internen Speicher. Wir haben wieder ein WLAN-Modul verbaut. Wir können es wieder mit unserem Handy verbinden, können die Erlebnisse teilen. Und wir wiegen natürlich mal die Geräte nach. Also ohne Akku. Hersteller sagt 320. Oha. Ja. 367 Gramm. Ja, plus Akku. Tück. Mit Akku 430. Und wir nehmen alles nochmal runter und gucken mal, wie es ist, wenn die Lampe an ist. Ja, 427. Wenn euch unsere Videos gefallen, abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da. Bis dahin, Weidmanns Heil, euer Marco. Und euer Stefan von Wärmebild 24.